Willkommen zu Teil 2 unseres Börsenausblicks auf das Jahr 2016, heute mit Schwerpunkt Aktien und Rohstoffe. Bei mir ist Andreas Glogger, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner. Herr Glogger, wir haben in Teil 1 schon über die Zinsen gesprochen und festgestellt, dass es eine echte Zinswende in der Eurozone wohl nicht geben wird im Jahre 2016. Was bedeutet das im Umkehrschluss für die Aktienmärkte? Gut, die Anlageklasse der Aktienmärkte wird dadurch natürlich bedeutender. Ein Investor sucht ja nach verschiedenen Anlagealternativen. Wo bekomme ich den besten Ertrag zu möglichst wenig Risiko? Und jetzt scheidet eben der ganze sichere Zinsbereich aus. Immobilien sind bereits sehr teuer und werden durch das Zinsniveau nur noch teurer. Die Renditen fallen also da. Und damit kommen Aktien stärker in den Fokus, weil die Unternehmen einfach noch gesund ihre 3-4% Dividende ausschütten. Was bedeutet das für ausgewählte Standardaktien? Müsste ja heißen, dass die weiterhin ein absolutes Muss für jedes ausgewogene Portfolio sind, oder? Definitiv. Man darf hier natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, sondern muss ja auch sehr genau selektieren. Denn auch bei Großkonzernen kann es zu Abstürzen kommen, wie damals einst bei der Deutschen Telekom, die ja dramatisch eingestürzt ist. Deswegen muss man auch hier die Spreu vom Weizen trennen. Aber vom Prinzip her ist es richtig, dass internationale Qualitätsunternehmen, die einen hervorragenden Geschäftsprozess haben, eine internationale Ausrichtung, eine gesunde Bilanz haben, geradezu ein Muss sind und an billigen Tagen auch einfach günstig nachgekauft werden können. Welche Branchen, welche Regionen sind hier für Sie mit Blick auf 2016 am spannendsten? Also wir beobachten Europa, USA und Asien natürlich als unsere Hauptmärkte und finden hier immer wieder mal günstige Werte, die einen Kursverlust hinter sich haben, günstig bewertet sind und attraktive Einstiegschancen eben bieten. Aber es gibt auch teure. Pauschalieren kann man es nicht. Wir glauben zwar an Europa, das ist die Region, die über die längste Zeit jetzt gebeutelt wurde, vielleicht auch Osteuropa, aber da wird es schon differenzierter, die richtigen Werte zu finden. Und das tun Sie ja tagtäglich in Ihrem Investmentprozess und treffen dann hoffentlich immer die richtigen Entscheidungen. Wir wollen natürlich auch über Rohstoffe sprechen. Da war in diesem Jahr, im Jahr 2015, überhaupt kein Blumentopf zu gewinnen. Beispielsweise, wenn man auf Öl schaut, auf Kupfer, insgesamt auf die Industriemetalle, Herr Glogger. Glauben Sie an eine Besserung in 2016? Also wir sind davon überzeugt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Denn nicht nur im letzten Jahr, Herr Franek, sondern die letzten 5, 6 Jahre geht dieser Zyklus ja nach unten im gesamten Rohstoffbereich. Ein Markt, den zurzeit niemand mehr interessiert, auf allen Fachvorträgen nirgends mehr zu finden ist. Das war vor 5 Jahren ganz anders, da waren wir aber auf dem Hoch. Jetzt sind wir sehr nah an den unteren Begrenzungen. Genau kann man die zwar nicht fixieren, weil der Markt auch hier von der Psychologie getrieben ist, aber wir glauben, dass wir uns ziemlich weit unten befinden, haben diesen Bereich der Rohstoffe und Minenwerte, Edelmetalle auf unserer Positiv-Watchlist, warten aber hier noch einfach diszipliniert gemäß unserem Investmentprozess ab, bis wir auch wirklich eine fundierte Einstiegsmarke gesehen haben. Und dann müssen wir natürlich auch über Gold reden, denn auch Gold hatte kein wirklich gutes Jahr. Hinter sich in Dollar gerechnet ging es sogar weiter runter in Euro, naja, so etwa auf dem Vorjahresniveau. Gold, kein sicherer Hafen mehr in diesen turbulenten Zeiten? Naja, wir hatten Gold das Jahr 2015 eigentlich täglich auf unserer Positivliste. Aber die Einstiegssignale, die fundierten, haben einfach noch gefehlt. Das kann auch sein, dass uns das in das Jahr 2016 auch noch ein Stück weit begleiten wird, weil der Goldpreis wie andere Märkte ja auch teilweise künstlich manipuliert von den Politiken, von den Regierungen dieser Welt beeinflusst werden. Aber irgendwann in der Tat sind wir schon für Gold positiv gestimmt, sehen da durchaus auch mal Möglichkeiten Richtung 1300, 1400 Dollar die Unze zu gehen. Aber blind jetzt einfach reinzukaufen und zu hoffen, irgendwann geht's hoch, das ist zu dünn für uns als Vermögensverwalter. Wir brauchen schon klare Fakten, wo wir sagen, Gold ist wieder aus Rendite-Gesichtspunkten interessant, wir steigen ein. Wie lautet nun also Ihr Fazit? Wir haben jetzt zwei Teile über uns unterhalten, über Aktien, über Rohstoffe, über Zinsen, über Währungen. Ihr Fazit mit Blick auf die Depots der Privatanleger für 2016? Aktien sind überzugewichten, Renten und Rentenfonds
Kurzheiten bzw. Untergewichten und Edelmetalle und Rohstoffe auf der Liste haben, da gibt es sicherlich den richtigen Einstiegszeitpunkt im Jahr 2016. Herr Glogger, ich danke Ihnen ganz herzlich für viele Interviews an der Börse Frankfurt im Börsenjahr 2015. Hoffe auf viele weitere neue Aspekte in 2016. Das war Andreas Glogger, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner aus Krumbach. Vielen Dank für das Gespräch.